Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Jetzt wieder mit dem Barbar, der ist bald Level 56, weil ich habe sehr viel Loot geholt. Jetzt muss ich nur wissen, was das ist, gleich am Anfang. Noch mehr in der Bank natürlich, also in der Charakterbank. Und ja, es läuft eigentlich ziemlich gut. So, Rekrut des Reiches heißt 70 Mal Reichsaufgabe abgeschlossen. Ja, beim Barbar habe ich ja nie richtig Reichsaufgaben gemacht, genau. Beim Ding habe ich das schon beim Jäger, das ist Level 49. Ja, also, es gibt ein paar Erkenntnisse, ich habe ein bisschen etwas ausgekitzelt. Die Leute in Regnum fühlen sich immer sehr angesprochen. Das heißt, sie haben entweder... ja, Neid von mir. Oder sie haben Probleme, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Reichweite habe. Also, dass ich einfach so auch ein bisschen Sachen auch ausplappern kann über sie oder so. Es tut mir leid, wenn jemand sich angesprochen fühlt, wenn ich irgendwas sage. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute mögen es, wenn sie irgendwie auf Asperger oder auf YouTuber losgehen können. Und das hat einfach auch der Grund, weil es ihnen mega schlecht geht. Die Leute sind depressiv, die Leute sind narzisstisch, sie wissen es nur nicht. Und ich hoffe einfach, das wird wieder besser, weil es gibt auch andere Umgangsformen, vor allem von anderen Leuten. Da hat jemand gestern in den Reichschat geschrieben, das haben vielleicht viele nicht gelesen, weil sie in der Warzone waren, aber ich war hier gerade auch in BK am Craften. Der hat Regnum richtig runtergemacht. Das Spiel sei mega scheiße und so Sachen. Und dann habe ich geschrieben, hallo. Und hat er bemerkt, es hört jemand ihm zu. Oder? Und danach war er der netteste Mensch. Aber viele altgesessene Regnum-Spieler können das halt nicht mehr. Oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, Regnum muss halt wirklich down gehen. Es ist langsam leider einfach der Fall, dass alle irgendwie nerven müssen, Probleme machen müssen und irgendwie auf Krankheiten losgehen. Bei mir ist es nicht mal sicher, dass ich Asperger habe, wahrscheinlich eher nicht. Aber die gehen jetzt auf diese Krankheit los, anstelle auf mich. Die können ja auf mich losgehen, ja, ich sei ein schlechter Spieler oder so. Das ist mir auch Schnuppe, aber vor allem ist es mir Schnuppe, auf Asperger loszugehen, weil es einfach nur eine Vererbungsform ist. Man ist so einfach aufgewachsen, weil man früher ein bisschen fleißiger als jetzt zum Beispiel Stadtmenschen. Und ja, ich finde einfach, irgendwie machen die sich selber peinlich. Also irgendwie kann ich gar nichts mehr von denen irgendwie auch nur irgendwie ehrlich ansehen, oder? Es ist wie ein Hobby geworden, sich ein bisschen plagen lassen von ein paar Regnum-Spielern. Aber dass sie einfach nicht aufhören können, oder? Sie wollen ja immer wie weitersticheln, aber das Problem ist halt, ich weiß, dass sie Unrecht haben. Also ich kann gar nicht irgendwie etwas annehmen von denen. Sie haben zum Beispiel geschrieben, ja, das, was du erzählt, also sind eigentlich alle anderen Menschen zum Beispiel nicht Asperger, also eher schlechter als die Asperger-Leute. Er fand sich ansprechend, also er ließ sich wirklich denken, dass er das wirklich auch ist, schlechter. Er nimmt das an, er hat es wirklich geschrieben und das ist schon peinlich, oder? Weil eigentlich muss man das ja gar nicht annehmen, wenn ein Asperger zu einem anderen sagt, er hat einfach diese Sinne nicht und er ist einfach nicht so entwickelt, weil er in der Stadt aufgewachsen ist oder auch in einem großen Dorf. Nicht gerade in einem Bauerndorf oder so, dann fühlt er sich angesprochen und denkt so, ja, es muss ja so sein. Aber ja, es ist jedem seine Meinung. Wir haben freie Meinungsäußerung und es muss nicht jedes wirklich wahr sein, was man so hört. Aber das ist einfach, ja, dass es einfach so schlimm ist, dass man,
entweder sehr gut ankommt, aber sie natürlich reflektieren müssen, weil sie nicht gut ankommen. Oder es könnte auch sein, dass einfach die Leute das, was ich als Scherz meine, als Wahrheit empfinden und das, was ich als also als Erzählung, also nicht unbedingt wahr ist, finden sie als Lüge. Nein, falsche Erzählung. Dass sie einfach alles umkehren. Also meine Lügen kehren sie um in Wahrheit und die Wahrheit kehren sie um in Lügen. Und das macht einfach alles so mega witzig für mich. Ich weiß ganz genau, ich habe auch psychiatrische Unterstützung von einem Kumpel. Richtig toller Discord-Kumpel und ey, das sagt mir alles. Wenn ich etwas wissen muss, wieso sie so reagieren oder weshalb sie überhaupt auf mich losgehen, dann finde ich irgendwie das eigentlich auch sehr erheiternd. Also ich bin sehr robust geworden. Einfach dadurch, dass ich auch ein bisschen, ja, gemobbt werde. Also es ist halt klar, ich bin YouTuber. Mich kann man mobben. Also mich kann man ja eigentlich mobben, weil ich öffentlich bin. Ich bin ein öffentlicher Mensch. Und lasse mich aber nicht mobben. Oh, ich hab das jetzt gar nicht mitnehmen können. Oh, jetzt habe ich vor lauter Reden konzentrieren. Das gar nicht mitgenommen. Dass ich eigentlich ja eben öffentlich bin, aber so robust bin, dass mir das einfach gar nicht kitzelt. Also es ist schon extrem ja, naiv von denen. Jetzt fühlen sie sich einfach wahrgenommen endlich. Sie haben endlich mal ein bisschen jemanden, auf den sie losgehen können. Und das ist ja auch in der Schule so. Wenn einer schwach, also nicht gerade so schnell in der Pubertät ist oder sonst irgendwas, dass er einfach zu schwach wirkt, dann gehen alle auf ihn los und mobben. Und das gibt 3 Jahre Gefängnis oder eine hohe Geldstrafe. Stellt euch mal vor, die Leute, die gemobbt werden, zeigen das an. Dann sind die Menschen am Arsch. Weil auch 3 Jahre werden dann Schwierigkeiten in Berufswahl oder sonst irgendwas geben. Das ist einfach schlimm. Wieso Menschen eigentlich so oft irgendwie böse sein müssen, weil es ihnen zu langweilig ist. Das meiste Böse kommt einfach aus Langeweile, dass zum Beispiel Champions of Regnum einfach mitbringt, oder? Wird in großen Games gemobbt? Glaube eher nicht. Also in guten, wirklich nicht langweiligen Games wird wahrscheinlich nicht gemobbt. Okay, das ist jetzt zu wenig geworden. Das ist gleich knapp wahrscheinlich. Ich habe über 500 Goldtaler, glaube ich. Aber sonst, ja, 300 nur noch. Es könnte nicht klappen, schade. Oder habe ich noch irgendwo anderes Goldtal? Sonst machen wir das einfach im nächsten Paar. Ist ja immer so, dass ich gerne ein bisschen zu offensichtlich bin. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, über 500 Magneten. Ich habe so viel gefunden heute schon. So ungefähr 4 Mal ein 5er Magneten wieder gefunden. Gestein. Weil ich ja mit dem Ding Reichsquests mache, mit dem Beschwörer Dragodian. Echt viel gefunden schon. Ja gut. Das ist jetzt wieder selten, das Gold. Ich glaube, wir bekommen eins noch. Aber ich glaube, hier brauchen wir weniger pro. Ja, 200. Das könnte knapp nicht reichen. Dann machen wir es einfach mit Monster noch kurz. Mist. Mann, die geben so wenig und so viel Platz nimmt es weg. Die Reisquests sind so scheiße. Ja, wir müssen ins Orklager. Wir gehen jetzt nachher ins Orklager, weil wir brauchen auch noch ein bisschen Crafting-Material. Weil Orkan für jetzt eine Quest annehmen mit 604, wie vorher war. Boah. Das geht eben kein. Ja, das Spiel ist also schon recht schlecht balanciert mit den Reichsquests. Das ist das Schlimmste. Am schlimmsten nicht balanciert ist, sind die Reichsquests. Manchmal fehlen ja auch die
Questmarkierungen. Da muss man den Charakter extrem suchen, also den NPC, wo man den Brief abgeben muss oder annehmen muss. Und ja, meistens ist er auch nicht da, also in keinem der Städte oder sonst irgendwo auf dem Land. Und boah, so nervig gemacht. Aber ja, das ist ganz normal. Aber gestern Abend war ich richtig viel los. Ich war so 19 Uhr, weil ich nachher nicht mehr Zeit hatte wegen Minecraft-Server. War ich recht viel los. Schade, 42 sind zu viel. Einfach für kurze Zeit. Dann war ich noch ein paar bisschen im Wind und dann war wieder nichts los. Es ist immer nur ganz, ganz winzige kleine Stücke, was auch im Tag so los ist. Und ich kann natürlich nicht immer ständig in der, ja, Ding, wo es sonst sein. Also ich werde nachher ins Ork-Lager selber gehen und noch ein bisschen farmen. Und bei euch, also ich werde jetzt einfach dann noch eine Folge machen mit dem Jäger. Bei der Beschi wollt ihr wahrscheinlich nicht so sehen, weil der nur herumrennt. Dann level ich einfach ein bisschen Turbo. Und bald habe ich auch wieder Geld für Regnum. Ich weiß nicht, ob jetzt bald wieder ein Sale ist. Dann nutze ich natürlich den Sale, aber eher nicht. Ja, es sind zu wenig Goldteile. Schade, kann ich das Level gerade nicht so zeigen. Das machen wir den Rest vom Part noch kurz im Ork-Lager. Und dann kann ich leider jetzt gerade in dieser Folge nicht mehr den Jäger zeigen. Es ist auch zu wenig los für den Jäger. Also er kann schnorren. Also er kann immer wieder diesen Schlangenpfeil benutzen. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Wo verlangsamt halt. Und dann bekomme ich immer AXP über. Das habe ich gestern eigentlich schon gemacht, dass ich ungefähr, ja, sagen wir, 200 bis 400 Krips, Königreichspunkte, mir erfarmen konnte. Aber vor allem hatte ich viel Spaß, weil ich von oben Aggersborg auf den Zinnen heruntergeschossen habe und eigentlich kaum gestorben bin. Also ich bin am Schluss noch gestorben, weil ein paar Barbaren vor dem, also hinter dem Aggersborg waren, wo ich geflohen bin. Aber sonst eigentlich nichts, also ich bin nie gestorben, hatte nie Schaden bekommen. Das war eigentlich so richtig toll, weil einfach die Eisen endlich auch mal gleichbürtig zu den Ignoren oder zu den Süden. Das ist auch wieder mal schön, die Eisen mal wieder ein bisschen gleichbürtiger zu sehen. Aber sie haben jetzt schon wieder die Edelsteine verloren, es ist schon wieder zu wenig. Es ist einfach am Abend manchmal noch ein bisschen balanciert zwischen den Leichen, aber nur fast, also nur wenig. Und ja, das ist natürlich schon ziemlich nervig, weil wieso gibt es nicht ein Maximum, wo Leute drauf dürfen von einem Reich? Wenn sie zum Beispiel nur 100 Zirten drauf könnten, dann sind sie auch nicht immer 200, 300 Zirten gegen 50 Alsen. Also irgendwie muss da doch schon ein bisschen etwas eine Sperre geben. Die Spieler müssen ja nicht immer zocken, wenn sie Warzone-Schlachten machen. Aber dass es einfach irgendwie erkannt wird, ja, der macht viel Warzone, also Spieler gegen Spielerkämpfe, also muss er auch manchmal draußen bleiben. Oder es gibt dann einen zweiten Server, wo ihr dann einfach in einen zweiten Server oder Channel geschickt werdet und da gibt es dann wieder auch wieder Balance. Aber dass irgendwas vom Entwickler kommt, nee, das wird nicht so sein. Könnte die schon anzeigen, weil sie gar nichts mehr machen für das Spiel. Schickt man einfach mal so ein Ding, eine Gerichtsfesse, also einen Gerichtstermin. Ja, ihr macht nichts fürs Spiel, also werdet ihr angezeigt. Nee, aber die Spieler wollen es ja. Die Spieler wollen ja Updates, aber sie machen nichts. Es wird nirgendwo, ja, es steht nirgends, dass sie mal ein bisschen vorwärts machen sollen. Es werden immer wieder neue Ideen reingepostet, aber die werden von den Entwicklern ignoriert. Selber schuld. Ich würde einem Spiel, was ich habe, jegliche Freizeit schenken. Also wirklich, wenn ich ein Spiel selber machen würde, dann würde ich gar nicht denken. Ich sehe es immer wieder bei anderen Entwicklern, die machen auch relativ viel, können aber gar nicht so, ja, schnell entwickeln, oder? Sind meistens unterzählig. Also es gibt ja viele Spiele, zum Beispiel Stardew Valley, also das sind glaube ich zwei, Cube World und so, das sind einzelne Entwickler. Die kommen aber so langsam vorwärts, dass es einfach extrem ist. Und der Entwickler von Stardew Valley macht jetzt sogar noch ein zweites Spiel, was glaube ich so eine Art Animal Crossing wird oder so.
Es ist zwar echt kindisch, also ich würde es niemals spielen, aber das ist einfach, hey, die Entwickler sind fleißig manchmal, aber machen trotzdem nichts fürs Spiel. Die sollen lieber aufs Spiel konzentrieren und wirklich das Spiel vorwärts bringen oder einfach mehr Arbeiter einsenden, also ja, dass sie mehr haben. Aber ja, das kostet dann wieder. Die armen Entwickler haben nie Geld, ja. Und die Spieler spenden nie. Klar, ein Spieler muss nicht spenden. Ich würde ja auch kein Geld ausgeben für Regnum, aber ich muss. Sonst plagen die Leute wieder alle, du kommst doch so langsam vorwärts, du hast keine Items und so. Ja klar, ich warte ja auch mit dem Tanuki. Nein, naja. Oh, du stirbst leider. Du stirbst ja fast. Hör auf! Nein! Greif ihn nicht an! Ah, geht die fliehen. Okay. Er versteckt sich. Oder sie. Aber das ist in Regnum immer so. Man sieht einfach dieses blöde der Balken einfach nie. Man stirbt einfach beim Mobs, weil man gerade nicht geschaut hat. Ja. Typisch Regnum. So komm, mach vorwärts, ey. Blöde Baba, bist wieder zu faul, zu schlecht. Eieiei. Ja, es geht leider einige Zeit noch, also müssen noch ein bisschen Geduld haben, sonst mache ich das halt einfach in der nächsten Aufnahme. Aber da können wir jetzt noch ein bisschen weiter erzählen. Ja. Also, was ist da eigentlich sonst noch passiert in Regnum? Also, ich war gestern einfach mega fleißig im Video drehen. Ich habe mehrere Parts, jetzt die noch hochladen muss. Ich habe ein Spiel gekauft, Dawn of War, Warhammer 40.000. Dawn of War, alle, also dieses Ultimate Collection, glaube ich. Und ja, Dawn of War 3 ist ja gefailt. Die haben ja das Spiel nicht gut entwickelt. Wird eigentlich kaum noch mehr gespielt. Aber der erste Teil hat mega Mods. Also ein Mod, der heißt, glaube ich, irgendwie Apokalypse oder so. Dark Apokalypse. Der ist mega groß und den werde ich auch livestreamen. Also, ja, let's playen zuerst. Aber, uiuiui, also pff. Gut. Und ich habe noch vielen Livestreamen gestern Ding. Einer hat Red Dead Redemption gelivestreamt noch. Ich finde, das Spiel ist fast tot schon. Oder eher nicht, aber es interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich habe es immer bei Chenix gesehen und fand es eigentlich nicht schlecht, aber es ist halt GTA, es ist echt langweilig. Also. Es muss halt mehr passieren, mehr Rollenspiel sein, aber es ist meistens halt Action-Adventure und das interessiert mich nicht so. Ja. Dass ich da einfach gestern wieder ein bisschen reingeschaut habe, einen, ja, so ungefähr 20 Zuschauer haben und, ja. Diese Western-Atmosphäre kommt gar nicht mal so gut rüber, wie ich sie liebe. Bin ja ein Fan von Terence Hill. Er hat ja Nobody gemacht. Nobody ist der größte. Und noch ein Film, also noch ein Nobody-Film. Und noch andere, ja, eher westliche. Das Krokodil und die und das Nilpferd, genau. Und so Sachen. Also ich bin ein schon großer Bud Spencer-Fan, aber Terence Hill bin ich noch tausendmal mehr. Ein königliches Schild. Und das sind noch Filme gewesen, die waren noch witzig, die waren noch mit Story und so. Heutzutage Avenger. Oh Gott. Ich habe den Avenger Endgame geschaut im Kino. Und ich war gelangweilt. Und scheinbar ist das der beste Film aller Zeiten. Ja, ich glaube, die Menschheit ist schon ein bisschen kaputt. Es ist einfach wegen der Werbung. Vor allem wegen den Fans. Dass solche Filme und Spiele einfach zu gut ankommen. Die haben Reichweite. Aber sie sind nicht gut. Zum Beispiel World of Warcraft konnte ich auch nie gamen. Es war mir einfach immer zu langweilig. Und deshalb bin ich auch immer so ein bisschen das Opfer von meisten Leuten. Ich spiele Games, die jetzt nicht jeder mag. Weil sie es auch nicht kennen. Weil sie denken, ja, besser bewertete Spiele sind besser als schlechter bewertete. Aber was ich für Spaß habe mit Spielen, die eigentlich kaum jemand kennt. Zum Beispiel Loki
Im Bannkreis der Götter. Das ist ein Action-Rollenspiel, ein Hack and Slay von 2006 oder 8 oder so. Aber auf jeden Fall, es hat niemand gespielt. Niemand. Also wirklich sehr wenige. Aber das Spiel ist so geil. Es ist einfach cool. Es ist zwar ein bisschen langweilig auf Dauer, aber es ist einfach geil. Dann zum Beispiel Legends. Also jetzt nicht den weiteren Titel, aber einfach Legends. Ein Spiel von einem deutschen, oder ja, von einem deutschen Entwicklerstudio, glaube ich. Was eigentlich ziemlich bugverseucht war und die Grafik war einfach zu gut für das, also dass die Entwickler einfach auf die Grafik eher geschaut haben. Jetzt da. Lasst mich doch, ey. Muss das sein? Es kommen schon wieder die Egner und die Zürzen zu bieten. Schnell, 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 vorwärts. Ja, gut. Bravo. Aber das ist klar, die Syrten, denen ist es immer zu langweilig. Sie gehen immer durch alle Dinge. Ich habe ja das vor ein paar Parts auch gemacht. Ich wollte euch mal zeigen, wie viel los ist außerhalb vom Krieg. Da kommt jemand in den Kommentaren und sagt, ja, du musst nicht um 9:30 morgens einfach mal durch die Landschaft gehen und meinen, ja, das Spiel sei leer. Ich habe es ja auch nicht gewollt. Was ich gewollt habe, ist anzuschauen, ob irgendwelche Leveler unterwegs sind. Leute, die noch nicht Level 60 sind und süchtig sind. Und es gibt viele Level 60er, die zu süchtig sind, dass sie auch am Morgen Ding. Aber ich wollte jetzt nicht zur Invasion gehen, zu den Icken, die involviert wurden von den Syrten. Also, ich frage mich einfach manchmal, wollen die extra Stress machen? Es ist wirklich so. Die Spieler wollen einfach genervt werden. Sie wollen sich nerven. Sie sind süchtig nach dem Genervtsein. Und das ist schon richtig peinlich irgendwie. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig, was die Spieler so machen. Und wer sich angesprochen fühlt, na gut. Dann seid ihr angesprochen, fühlt ihr euch angesprochen. Dann seid ihr aber auch das Problem. Aber hey, lasst euch nicht so ansprechen. Es ist ja wirklich peinlich langsam. Also wir müssen halt hier noch weiter Ding. Was haben wir? Oh, wir haben jetzt schon 22.44 Uhr. 22 Minuten 44. Das Spiel ist einfach mega langatmig. Es geht alles immer viel zu lange. Auch das Laden vom Spiel und so Sachen. Wenn alles die INI-Dateien und so rausgeholt werden muss und so. Das ist schon ein bisschen nervig, das Game, aber gut. Dafür sind die anderen ja viel genervt als ich. Ich bin einfach froh, dass es bei mir eigentlich so richtig langsam fertig ist mit dem, ja, Anhören und so, dass ich denen eigentlich alles auf die kalte Schulter zeigen kann, machen kann. Also, ja. Weißt du, es ist ja mein Plan gewesen, dass ich alles annehme. Also, dass ich sie nerven lasse. Oder? Aber dass sie nichts erreicht haben, ist ja schon schlimm. Sie haben gar nichts. Sie haben eigentlich immer nur die Fehler eingesehen. Also, nicht eingesehen, aber ich habe nur eigentlich die Fehler gesehen von den anderen Leuten. Und das ist schon ein bisschen, ja, eben. Ich habe jetzt immer gelacht, ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Ja, das sind halt merkwürdige Leute. Und eigentlich sollte man die in Ruhe lassen, aber ich habe es ja eher so als Test für die Psyche, also dass ich ein bisschen analysieren kann, die Leute. Und schlussendlich haben sie jetzt sich einfach extrem peinlich gemacht, indem sie diese Krankheit runtergemacht haben. Also vor allem die Leute von der Krankheit. Eben, ich bin wahrscheinlich gar nicht Asperger krank. Weil ich bin jetzt auch wieder so wie andere Menschen. Ich habe wieder schlechtere Sinne. Und ja. Es hört mir einfach riesig, dass vor allem die anderen Leute, die jetzt nicht mobben müssen, so mega nett zu mir sind. Also herzlichen Dank an alle, die mich unterstützen.
Ihr seid wirklich sehr toll. Aber eben, ich hätte es ja auch nicht nötig, nur ihr macht es. Und dann fühle ich mich jetzt noch besser. Also, ein riesen Dankeschön. Und einfach nicht so denken, als würde ich irgendwie betroffen sein. Ich bin überhaupt nicht. Hey, ich mache den ganzen Tag Sport und so Sachen. Ich fühle mich frei wie noch nie. Oder? Und habe trotzdem viel Zeit für die Spiele. Für das Let's Playen und so. Ich bin einfach ein mega freier Mensch. Und das ist einfach das Tollste, weil wenn ihr euch einengen lasst wegen schlechten Leuten, dann seid ihr Opfer von dem. Ihr dürft kein Opfer sein. Wenn euch jemand mobbt, dann mobbt zurück. Also tut einfach euch wehren. Sagt, nee, das ist nicht so. Und dann passiert euch auch nichts. Also ihr werdet auch nicht weiterhin gemobbt. Weil jetzt ging es ungefähr so 5 Tage, bis sie endlich wieder angefangen haben mit irgendwas. Sie sind halt einfach am Scherz. Sie denken so, ja, ich bin dann sofort weg, oder, von der Taverne. Aber schaut euch mal in die Taverne, es ist wirklich peinlich, was die Sachen machen. Könnte ja alles Revue passieren, was vor einem Tag geschrieben wurde, könnt ihr auch noch sehen. Und so weiter. Ja. Das ist halt alles öffentlich. Die tun sich in die eigene Schuhe schon. Ja. Sie tun einfach alles selber. Schlecht für sich. Und für mich ist es gar nichts passiert. Also ich würde weder irgendwie verletzt oder sonst irgendwas. Ich bin's auch geübt. Ich habe auch recht viel gelernt über die Psyche und so. Und dass der Mensch heutzutage so auffällig und anfällig sein muss, das ist schon schlimm. Also es ist gewaltig schlimm schon fast. Ja. Jetzt haben wir das Level gleich noch in der Zeit. Mache ich halt wieder einen 30-Minuten-Part. Aber das ist auch. Ich habe gemerkt, Warzone-Schlachten sind gar nicht so beliebt. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr an meinem Let's Play am liebsten habt. Das Leveln, das Ding besiegen, Ork besiegen und so, also die speziellen Sachen oder Warzone-Schlachten. Ich finde eigentlich, im Spiel ist eigentlich für mich eher die Warzone-Schlachten das toll. Aber es ist auch manchmal nervig. Ja, jetzt muss ich schauen auf die Harpe. Ich liebe den Greif noch. Ah, wir müssen noch kurz raus. So. Ein Abgrundstreitkolben. Ja, Streitkolben des Abgrunds. Ist natürlich eher billig. Ja. Dunkle Smaragd. Wieso gibt es einen Smaragd und einen dunklen Smaragd? Ja, okay. Also es gibt von den Edelsteinen im Real Life eigentlich immer sehr viele Abwandlungen. Dass sie dunkel sind, hell sind und so. Aber dass jetzt gerade irgendwie ein zweites Item für etwas sein muss wie Smaragd. Ja, vielleicht einfach der Fleiß. So, und das ist der königliche Eisstab aus Silber, den ich gefunden habe gestern. Habe ich in der Taverne natürlich gesagt. Ja, ich finde trotzdem viel, auch wenn ich nie handle. Vielleicht finde ich deshalb mehr, weil ich nicht handle. Also nur mit Kollegen. Ja, machen wir die auf jetzt, oder? Oder nein, wir warten. Genau, wir warten noch bis... Ja, man hat kein Menü für die täglichen Belohnungen, aber... Jetzt ist, glaube ich, 4 Ding. Also morgen und übermorgen bekomme ich wieder eine Box. Dann machen wir alle auf. Also 4 machen wir dann auf. Ja. Gut, also Level möchte ich noch. Es geht bei mir halt auch sehr lange zum Leveln, aber... Ich benutze keine XP-Booster, ich schnurre eigentlich nicht so viel in der Warzone. Und deshalb, ja. Also eben, das ist jetzt ein Levelgebiet von mir. Ich habe tausende Levelgebiete, es gibt wirklich gute Levelgebiete. Sogar im feindlichen Land. Ich bin nämlich im Sumpf manchmal am Leveln. Oder nördlich des Sumpfs bei den Tigern. Säbelzahntigern. Oder bei den Golems hinter Shannarit-Kessel. Und deshalb kann niemand, es kann niemand mich finden von Igne und Syrten. Ich werde so wenig angegriffen. Ich wurde vielleicht irgendwie schätzungsweise
5 Mal seit Level 49 angegriffen. Und ein paar Mal konnte ich es auch kontern. Also wenn Jäger angreifen, die haben keine Chance gegen mir, auch wenn sie Level 60 sind und Top-Equip haben. Die haben keine Chance, auch weil sie nur Stunts haben. Das ist der Fehler. Ich kann die ganze Zeit Top-Sucht einsetzen eigentlich. Also, ja, genau, wir gehen jetzt mal hier drüber. Ist da drüben eigentlich irgendwas? Könnten ja Gesteine sein, weil die nie eingesammelt werden. Aber wir kommen hier auch nicht mehr hoch, also machen wir es lieber nicht. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, ich kann ein paar Sachen entdecken, die... Vielleicht gibt es einen Easter Egg dort hinten? Nein, Scherz. Es ist einfach cool, dass die Gegend trotzdem noch recht spannend ist, auch wenn es nicht so hochqualitativ ist. Also bitte, Level. Es geht nämlich hier noch drüber. Es sollte einfach nur das Angezeigte sein und dann Level Up, aber ne, es geht natürlich noch drüber. Also es geht wahrscheinlich noch ein paar Gegner. So, leider ein bisschen wenig Damage wegen dem Buff, der nicht ist. Der nicht an ist. So. Komm, Level jetzt. So, den Part werde ich wahrscheinlich dann am Nachmittag hochladen. Wenn ich jetzt noch in Ruhe mit dem Papa noch ein bisschen farmen möchte, ein bisschen kraften möchte. Und ja, ich ja im A-Klage sein muss, sonst greifen die natürlich an, weil sie sehen im Video, ja, ja, ich bin dort am Level. Ne, ich bin eklig überall am Level. Für mich ist es nicht so wichtig, ob ich wirklich beim optimalsten Levelplatz levele oder so. Ich schaue auch immer jeden Gegner an, weil eventuell andere besser droppen. Und das müsst ihr eigentlich auch machen, sonst habt ihr... Ja, endlich! Oh, ist blau geworden. Der Name ist blau geworden. Okay. Sehr gut. Also. Wie undetailliert das alles ist, aber doch trotzdem. Das sieht cool aus. Wie so Pappe. Wie so, ja, Pappmasche. Aber doch, die Weitsicht ist einfach geil eingestellt. Eigentlich wie im Real Life, oder? Man sieht im Hintergrund beim Real Life dann auch ein bisschen Nebel. Das ist eigentlich sehr gut eingestellt von mir. Also vom Spiel Maximum. Auf Maximum, Ini-Datei ändern. Sieht das Spiel einfach gewaltig geil aus. Es ist einfach dieser Look, der das Spiel gar nicht altern lässt, also die Grafik gar nicht mal so altern lässt. Das ist einfach genial. So, also Level 56. Das sind noch 4 Level. Das wird vielleicht auch noch schneller gehen, weil ich danach Equip habe für Warzone. So, tschüss.